360 Football hier beim FC St. Gallen mit Puma zusammen und ich habe Albert Walschi hier, der einige Fragen beantwortet. Und ja, wir legen gleich los. Die erste Frage wäre, wie sieht ein normaler Tag bei dir aus? So von der Struktur her, wann hast du Training, wann stehst du auf? Also mein Tag beginnt früh, 27 klingelt der Wecker. Dann mache ich mich fertig, fahre zum Training, 8.30 Uhr ungefähr das Frühstück. Dann noch ein bisschen Zeit, um aufs Training vorzubereiten mit individuellen Sachen, Stretching, Stabilisation im Rumpf, Sprunggelenk. Dann ungefähr ab 10 Uhr das Training, geht so gut eine Stunde 15. Dann anschließend noch Mittagessen und eben Nachbereitung schon fürs nächste Training. Physio, Kältebecken, Sauna, alles was halt dazugehört. Und je nachdem, ob wir dann zweimal trainieren, ist dann noch eine Einheit am Nachmittag, so gegen 15.30 Uhr. Oder eben dann freier Nachmittag, wo ich den meisten dann zu Hause verbringe, um mich schon auf den nächsten Tag vorzubereiten. Okay, und wie oft habt ihr denn das zweite Training auch noch am Nachmittag? Meistens einmal die Woche, immer genau in der Mitte, so meistens vier Tage vorm Spiel. Und sonst so einmal täglich, ja, meistens Vormittag. Sehr schön. Dann eine weitere Frage wäre, was isst du an einem Spieltag? Also isst ihr mit der Mannschaft zusammen oder hat da jeder für sich etwas? Also beim Spieltag ist so, Heimspielen haben wir Tageszimmern im Hotel. Da sind wir meistens schon gegen Mittag dort. Da gibt es ein gemeinsames Mittagessen mit der Mannschaft. Es ist ein Buffet von verschiedenen Kohlenhydraten, Pasta, Kartoffeln, Reis bis hin eben zu Gemüse, Fisch, Fleisch, auch vegetarische Sachen. Und dann noch vielleicht ein Porridge. Und meistens immer gemeinsam beim Auswärtsspielen, je nachdem wie weit wir fahren, einen Tag vorher. Dann haben wir ein gemeinsames Frühstück, noch ein gemeinsames Mittagessen und dann eben am Abend das Spiel. Sehr schön. Und wenn du zu Hause bist, achtest du auch so auf die Ernährung oder wie schaut das bei dir aus? Ja, sehr sogar. Ich habe auch einen eigenen Ernährungsberater in der Hinsicht, versuche da einfach das Maximum rauszuholen. Auch aufgrund der Verletzungen, die ich schon hatte, möchte ich da einfach mich bestmöglichst vorbereiten. Sehr schön. Und nimmst du auch Supplements zum Beispiel? Also bist du da voll drin? Ja, ist auch, gehört auch dazu. Klassische Sachen, nichts Besonderes, von Vitamin C bis ein bisschen Zink. Und je nachdem, wo man eben dann Defizite hat, versuche ich das dann auszugleichen. Sehr schön. Ihr habt es gehört, ganz, ganz wichtig, die Ernährung. Da wirklich drauf zu schauen. Und die nächste Frage wäre, machst du speziell für deine Regeneration noch etwas? Also du hast schon Kältekammer erwähnt, gibt es da noch andere Sachen? Also ich versuche meistens immer das Gleiche zu machen, weil da einfach das beste Gefühl habe. Am besten springe ich an auf diese Wechselbäder, kalt, warm. Nächsten Tag nach dem Spiel gehe ich oft in die Sauna und versuche einfach die ersten zwei Tage nach dem Spiel die Dinge halt regelmäßig zu machen. Gut zu essen, gut zu schlafen, um dann eben wieder die Woche gut starten zu können. Sehr schön, das klingt sehr professionell, also für die Jungen da draußen, wenn ihr auch mehr trainiert wie die anderen, dann unbedingt auch mehr regenerieren und mehr auf das achten, ihr hört es von dem Profi selbst. Dann noch die letzte Frage, hast du eine Matchroutine, hörst du Musik oder wie ist das bei dir so von einem wichtigen Spiel? Musik nicht immer, je nach Tagesverfassung, oft versuche ich einfach die Atmosphäre aufzunehmen. Vom Weg vom Bus bis ins Stadion, einfach rundherum viele schon aufzusaugen, mich zu fokussieren und dann nochmal kurz aufs Spielfeld, einfach nochmal rund ums Stadion zu schauen und mich einfach schon mental darauf einzustellen auf das Spiel. Sehr schön, sehr schön. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen etwas mitnehmen, das ihr vielleicht auch selber umsetzen könnt. Danke fürs Einschalten, Liken, Kommentieren, ihr wisst Bescheid und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke.